Name ist Carsten Standfuss. Ich bin Schiffbauingenieur und die Idee, U-Boote zu bauen oder das U-Boot zu bauen, hatte ich schon als Kind. Ich nehme an, dass mich irgendwelche Walt Disney Captain Nemo Filme inspiriert haben. Ja, es war mal geplant, das in 5 Jahren zu bauen und für eine gewisse Summe X, und es hat jetzt über 10 Jahre gedauert für eine gewisse Summe Y. Es hat viel länger gedauert, als ich erwartet habe, aber nun ist es fast fertig und es ist erstaunlich widerstandsfrei gebaut worden. Es gab wenig Schwierigkeiten. Es dauert nur halt sehr lange, so ein großes Fahrzeug zu bauen. Bevor ich angefangen habe, habe ich 12 Jahre durchdacht, wie man es bauen könnte, weil ich auch kein Geld hatte, es zu bauen, habe ich es einfach durchgeplant. Und das funktioniert ja über Zeichnungen, Computerentwürfe, Modellbau. Ja, das Boot hat für die Überwasserfahrt einen Dieselmotor und für die Unterwasserfahrt einen Elektromotor. Und fällt der Elektromotor aus, dann können wir immer noch mit dem Diesel über Wasser nach Hause fahren. Wir haben also praktisch ein doppeltes Antriebssystem. Und für die Tauchtanks zum Auftauchen brauchen wir Druckluft. Der wird über Kompressoren erzeugt und auch von denen haben wir 2 Stück. Dasselbe gilt für die Bildspumpen, für die Bug- und Heckstrahlruder. Die meisten wichtigen Systeme sind doppelt vorhanden. Fällt eins aus, hat man immer noch ein Backup, um nach Hause zu kommen. Ja, mein Name ist Alexei. Ich bin seit 2 Jahren Gründungsmitglied hier auf Euronaut. Bin Schiffbaustudent seit 3 Jahren. Hat aber einfach so spaßeshalber noch meinen Blaumann mitgenommen, mitgeholfen. Und so bin ich auch hier geblieben. Also das ganze Vorhaben hier würde nur dann funktionieren, wenn die Technik und die Menschen, die diese Technik betreiben sollen, aber perfekt aufeinander abgestimmt sind.